Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz zum Thema Totalversagen von ÖVP und Grünen im Bereich Wohnen, Leerstandsabgabe und Block. Wir haben heute da Landes- und Clubobmann Markus Abwärtsker und den Vizebürgermeister von Innsbruck, Markus Lassenberger, und wir übergibt der Herr Lieber Markus und die sind gleich ausgehört. Lassenberger. Auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Die Überschrift, die dahinter uns steht, sagt eh schon alles. Wir orten hier ein ganz massives Totalversagen seitens der ÖVP und der Grünen, nicht nur im Land, sondern auch inzwischen in der Stadt, was die Wohnungspolitik anbelangt, und wollen jetzt natürlich auf ein paar Punkte eingehen, warum und wieso wir das als solches begründen. Ich gehe jetzt speziell auf die Stadt ein. Da gibt es für uns natürlich fünf wichtige Punkte, wo man einfach seitens Grünen und der ÖVP blockiert und nichts weiterbringen will. Das ist zum einen eine Anpassung des Mietrechtsgesetzes, das für uns für die Wohnungsleerstandsmobilisierung wichtig wäre. Dann eine Anpassung, ganz wichtig, der Wohnbauförderung, der städtischen Wohnungsvergabe und da speziell eben eine Berücksichtigung des Mittelstandes, weil wir glauben, dass die, oder weil wir uns sicher sein, dass der Mittelstand sich inzwischen so verändert hat, dass er nicht mal den Punkten, die damals sozusagen bestimmt worden sind, entspricht. Und ganz zum Schluss ein ganz wichtiger Punkt, und der wird komplett ausgeblendet, ist, dass wir ein konkretes Angebot haben, der Ansiedlung eines riesigen Studentencampuses im Westen von Innsbruck, den der Bürgermeister Georg Willi und die Stadtplanung massiv verhindern wollen, obwohl, soweit kann ich voraussagen, dass die Stadt Innsbruck nichts kosten würde. Ich gehe dann später nochmal genau darauf ein und darf inzwischen nochmal an Herrn Clubobmann übergeben, der mit seinen Ausführungen weiterfährt. Ja, von meiner Seite herzliches Grüß Gott. Ich kann die Pressekonferenz von meiner Seite mit einer drastischen Aussage beginnen. Ich persönlich habe die Schnauze voll von Versprechungen. Wir leben in einer Politik der falschen Versprechungen. Seit 2013, seit Schwarz-Grün im Land Tirol regiert, wird davon gesprochen, dass die Mieten günstiger werden, dass das Wohnen günstiger wird. Fakt, es ist nichts passiert, es ist davor schon versprochen worden. Ich darf an alle nochmal, die schon älteres Baujahr sind, so wie ich selber auch, daran erinnern. Es hat damals einen Landeshauptmann-Stellvertreter Gschwendtner gegeben, der im Landtagswahlkampf plakatiert hat, Mieten runter, Löhne rauf. Für sich selber hat er das dann schlussendlich bei der neuen Heimat eingelöst, aber eigentlich ist davon nichts übrig geblieben. Wir haben im Jahr 2018 im Land einen eigenen Ausschuss eingerichtet, einen großen Ausschuss Wohnen und Verkehr, der natürlich zu jeder Landtagssitzung tagt, der allerdings aber außer aufgeblähter Ausschuss dementsprechend Output war keiner. Und das muss man einfach sagen, was ist seit 2018, seit 2013 der wohnungspolitische Output gewesen dieser Landesregierung, da muss ich sagen, null. Das war ein Totalversagen. Es gibt keine einzige Wohnung in Tirol, die günstiger geworden ist in dieser Zeit. Es sind zwar Wohnungen gebaut worden, aber der Druck am Wohnungsmarkt ist trotzdem immer noch so groß. Ich habe 2018 als einziger Politiker, und das möchte ich schon betonen, immer gesagt, es gibt kein Patentrezept. Es gibt kein Patentrezept, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Idee und mit dieser Idee wird das Wohnen in Tirol günstiger. Das wird es nicht geben, und da war ich der Einzige, der dann für sich da ehrlich das auch gesagt hat. Es gibt mehrere Schrauben, an denen man drehen kann, und dann kann man dementsprechend da, wo der private Markt ausgehoben ist, da kann ich dementsprechend auch regulierend eingreifen. Ich brauche eine ehrliche Diskussion. Eine ehrliche Diskussion bei drei Dingen. Zum einen, was ist politisch tatsächlich gewollt in dem Land? Was ist rechtlich möglich? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Und der dritte Punkt ist, was ist tatsächlich effizient? Und da komme ich jetzt zu dieser Leerstandsabgabe, wo ich sage, das sind drei Punkte, die in meiner Sachen bei der Leerstandsabgabe nicht erfüllt sind. Die Leerstandsabgabe in dieser konkreten Form, wie sie jetzt dann beschlossen wird im Tiroler Landtag, da haben sie sich das Versagen eingestanden. Da gibt es nichts, was ich sagen kann, da ist was drinnen, wo ich definitiv davon ausgehen kann, dass da damit eine Wohnung mehr realisiert wird. Vielleicht werden zwei, drei Wohnungen, vielleicht
3-4 Wohnungen mehr realisiert. Es wird aber den Druck am Wohnungsmarkt, die Preise wird es nicht runternehmen. Und da kommt man vor, die Maßnahme ist immer so 5 vor 12, also immer kurz vor Wollen, zieht man da einen Hut, zieht man da irgendwas aus dem Hut und sagt, okay, jetzt habe ich da dieses Patentrezept und mit dieser Leerstandsabgabe, wenn ich den grünen Wohnungssprecher im Tiroler Landtag höre, den Michael Mingler, der glaubt, mit dem Ding, da kommt ja alles, da wird ja alles günstiger und das ist der große Wurf, ein Blödsinn. Aus meiner Sicht ist es ein zahnloser, bürokratischer Tiger, der da geschaffen wird. Es ist ein Placebo, um das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Und jeder kennt die Sendung Pfusch am Bau. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir den Gesetzesentwurf anschaue, der dann kommen wird, also ich habe schon einiges gehört, gesehen habe ich noch nicht, dann muss man sagen, nicht Pfusch am Bau, sondern Pfusch im Landtag und Pfusch im Gemeinderat. Also was die Kasperl da diesbezüglich wieder dementsprechend auf die Reihe bringen, da wird's einiges geben, wo man dann wirklich definitiv auch hart diskutieren wird. Ich bin gespannt auf die Ausformulierung des Gesetzestextes, bin gespannt auf die Definition des Leerstandes. Nicht? Ist da die Einliegerwohnung möglicherweise mit umfasst, die man da abgespart hat über Jahre, Jahrzehnte lang, wo man mit fleißiger Arbeit schlussendlich dann die monatlichen Rückzahlungen bei der Bank getilgt hat? Ist dann die Einliegerwohnung auch dabei? Muss ich die auch vermieten oder ist die nicht dabei? Es ist die Dauer des Leerstandes. Wie lange muss leer stehen? Wie lange darf leer stehen? Es ist auf der anderen Seite die Bemessungsgrundlage hochinteressant. Nicht? Welche Bemessungsgrundlage für die Strafe wird herangezogen? Und dann für mich eine brennende Diskussion, die Renovierung. Nicht? Was zählt dann zur Renovierung? Wie lange? Und ich muss ehrlich sagen, also für eine Badrenovierung, naja, wenn ich es haben will, kann ich auch schon 1-2 Jahre brauchen, bis das Bad renoviert wird, weil ich gerade die finanziellen Mittel nicht habe. Dementsprechend das zu renovieren, ist dann auch nicht zu vermieten. Ich sage, es wird ein gutes Geschäft werden, ein gutes Geschäft für Anwälte und Steuerberater. Das ist diese Leerstandsabgabe, wirklich ein gutes Geschäft für Anwälte und Steuerberater. Was das Gesetz nicht bringt, ich habe schon gesagt, Entlastung des Wohnungsmarktes wird es nicht bringen. Jeder, der glaubt, dass damit Wohnen in Tirol günstiger wird, ist ein Träumer. Es werden vielleicht, das habe ich schon gesagt, vereinzelt Wohnungen realisiert werden, aber das macht das Kraut sozusagen nicht fett. Das ist ein unglaublicher Eingriff ins Eigentumsrecht. Das von der ÖVP ist hochinteressant. Ich bin gespannt, wie die Wählerinnen und Wähler darüber denken, der ÖVP, ein unglaublicher Eingriff ins Eigentumsrecht und der Landeshauptmann träumt da auch, wenn er sagt, das ist ein Kampf gegen die Spekulanten. Das ist kein Kampf gegen die Spekulanten, weil auch mit dieser Abgabe dementsprechend ein richtiger Spekulant, der tatsächlich nur Gewinn machen möchte, mit Wohnungen davon nicht abgeschreckt wird, dass er die 2.000-3.000 Euro im Jahr zahlt. Das ist der Punkt, das wird nicht dementsprechend sein. Wer getroffen wird, das ist der Private, der wird getroffen und aus meiner Sicht, ich habe riesengroße verfassungsrechtliche Bedenken bei dieser Regelung. Also ich persönlich glaube derzeit nicht, dass dieses Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof standhalten wird. Da werden aber die ersten Ballons werden schon hochgehen, sobald die erste Strafe verhängt wird. Mein Zugang ist anderer, gänzlich anderer. Ich will Anreize statt Verbote und Strafen. Und die Anreize kann ich damit schaffen, ich habe das eh schon mehrfach kundgetan und ich sage es immer wieder, durch die Immobilienertragsteuer. Und da kann ich vom Veräußerungsgewinn, diesen 30%, zahlt jemand, der nicht die Wohnung selber nutzt. Wenn ich eine Wohnung kaufe, nach 3-4 Jahren veräußere, zahle ich vom Veräußerungsgewinn, wenn ich sie nicht selber nutze, 30%. Und beim derzeitigen Wohnungsmarkt, wenn ich die verkaufe nach 2-3 Jahren, habe ich teilweise Gewinne von 50.000, 60.000 Euro, da spüre ich die 30%. Wenn ich jetzt hergehe und sage, wenn du die Wohnung 5 Jahre lang oder 6 Jahre lang vermietest, wenn sie dann verkaufst, zahlst du keine oder reduzierte Immobilienertragsteuer, dann realisiere Wohnungen. Weil dann habe ich denjenigen, der 20, 25 Wohnungen hat oder 10 Wohnungen hat, für den rentiert sich das dann. Nicht? Das rentiert sich. Und man kann nicht sagen, dann sind die Spekulanten dementsprechend wieder, die da was verdienen. Ja, nur noch nicht. Beim Vermieten werden sie auch was verdienen. Da habe ich die Möglichkeit, was ich schaffen will, und das ist der Punkt, ich will Wohnungen auf den Markt bringen. Da habe ich die riesengroße Entspannung. Entspannung am Wohnungsmarkt habe ich nur, wenn ich das Angebot dementsprechend auch vergrößere, und das habe ich durch die Immobilienertragsteuer, durch den Erlass oder die Reduzierung. Ich habe es auf der anderen Seite bei den Gemeinden. Es gibt, und wir haben unzählige Diskussionen gehabt, es gibt schon längst die Möglichkeit von Gemeinden, dass sie sozialen Wohnbau widmen. Die Gemeinden machen es nicht. Wenn ich mir anschaue, wie viele Gemeinden tatsächlich von dieser Widmung Gebrauch machen, dann weiß ich nicht, warum wir überhaupt noch diskutieren. Die Gemeinden müssen mehr in die Pflicht genommen werden, dass sie dementsprechend auch das machen, weil den Vorteil hat es ja natürlich dann auch, dann habe ich auch nicht diese
Landflucht, wenn ich dann die Möglichkeit habe, im Land außen mehr gewidmeten sozialen Wohnbau zu haben. Vorschläge unsererseits, ich glaube, der Markus wird darauf noch kurz eingehen, dann Föderalismus im Mietrecht. Wir haben ja Anfang 2019 einen Antrag gestellt diesbezüglich. Da hat man gesagt, man holt einen Bericht ein. Auf diesen Bericht warten wir heute noch, sind ja leid zwei Jahre. Nicht, da kann man schon lange dementsprechend so lange brauchen. Der Zuzug ist ein Problem und da meine ich nicht nur jetzt im städtischen Bereich, nicht nur den Zuzug aus Drittstaaten, auch, großteils auch, aber auch aus umliegenden Gemeinden, die alle in die Stadt ziehen und deshalb diesen Wohnungsmarkt dementsprechend auch nicht entspannen. Für mich wäre absoluter Punkt, wo ich sage, eine Sozialwohnung erst nach 5 Jahren Hauptwohnsitz in Österreich und dann eine regelmäßige Überprüfung des Bedarfes, ob überhaupt noch eine Sozialwohnung, ob jemand bedürftig ist wegen einer Sozialwohnung, nicht, dass man dann die Wolfs und die, wie heißen sie so schön, wer hat eine Sozialwohnung gehabt in Wien, der Pilz hat eine Sozialwohnung gehabt, also das ist natürlich etwas, wo ich dementsprechend nicht mag. Auf der anderen Seite haben wir das Wohnen über Supermärkten, das ist eine Diskussion, warum nicht Wohnen über Supermärkten, da diskutieren wir jetzt schon seit 3 Landtagen drüber, passiert nichts. Wohnen im Gewerbegebiet, das wäre eine Möglichkeit, dass man auch Wohnungen in Gewerbegebieten ermöglicht, da wo es Sinn macht und natürlich die Realisierung von Hotelruinen, wir haben viele leerstehende Hotels, die können umgewidmet werden und dementsprechend realisiert werden. Und ein wichtiger Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist den Privaten die Angst vom Vermieten nehmen. Und da kann ich aus beruflicher Praxis reden. Wir brauchen eine Adaptierung des Mietrechts, klar, das wird nicht so einfach sein, ist mir klar, aber es braucht, und gerade in Innsbruck, ich sage das an dieser Stelle, viel mehr Personal am Bezirksgericht Innsbruck, was das Mietrecht betrifft. Wir haben derzeit 2 Richter, wovon ein für das ganze Mietrecht, der Mietenrichter, die sind zuständig in Innsbruck, nur zwei, davon einer in Frühpension jetzt gegangen ist, aufgrund einer Erkrankung. Der andere macht das alles alleine, ist kurz vor der Pensionierung. Es gibt keinen Nachwuchs, das heißt, er ist ganz alleine. Und das heißt, und das ist immer das Thema, das böse Thema der Mietnomaden, die gibt's wirklich. Und da haben Private eben Angst davor. Und wenn ich mir die berufliche Praxis anschaue, wenn ich es richtig angestelle als Mietnomade, dann bin ich 2 Jahre in einer Wohnung drin, ohne dass ich einen Euro zahle und ich kriege den nicht raus. Dann habe ich ihn draußen und dann schaut die Wohnung aus, wo ich eine Generalsanierung brauche. Das sind natürlich Punkte, die so nicht gehen. Und da braucht man auf der anderen Seite mehr Personal im Richterbereich. Das sind alles Sachen, die ich sofort realisieren kann. Die kann ich sofort realisieren, dass die Verfahren schneller gehen, dass die Vermieter die Möglichkeit haben, Mietnomaden oder Personen, die nicht zahlen wollen, dementsprechend schneller aus der Wohnung zu kriegen. Studentencampus, was da passiert von Seiten der Stadt, das ist ein Wahnsinn und ich schaue mich für den Bürgermeister, den wir haben. Aus meiner Sicht ist der Georg Willi ein ideologiegetriebener Politversager. Ich sage es ganz klar und ich stehe auch dazu. Es gibt viele Punkte, die er realisieren hätte können, da wo nichts kommt. Und aus meiner Sicht der schlechteste Bürgermeister, den Innsbruck leider Gottes je hatte. Es ist aber auf Landesebene auch das System platter. Das sage ich nicht zum ersten Mal. Viele Versprechen, es sind leere Versprechungen, es sind teilweise auf Lügen, ist das System aufgebaut. Man verspricht vor der Wahl, nach der Wahl hält man dementsprechend nichts ein. Und die Liste der Versprechungen vom Landeshauptmann Platter, wir werden die dann auch schlussendlich sukzessive veröffentlichen, ist mittlerweile schon um einiges länger wie die Liste derjenigen ÖVP-Mitglieder, gegen die derzeit gerade von der WKStA ermittelt wird. Und das heißt auch einiges. Also ich bin für eine Politik, wo keine leeren Versprechungen gemacht werden, man soll daran gemessen werden, was schlussendlich umgesetzt wird für eine echte Veränderung im Land Tirol. Man muss Tirol aus meiner Sicht neu denken, es braucht frischen Wind und ich habe gehört, dass der Landeshauptmann Schützenhöfer, auch ein ÖVP-Polit-Dinosaurier, um 10 Uhr eine Pressekonferenz gibt, offenbar tritt er zurück, er ist zurückgetreten. Ich würde mir wünschen, dass ein Landeshauptmann Platter mitnimmt und schlussendlich Platz macht für Neues, für dementsprechend Innovatives und etwas, wo ich sagen kann, man soll nicht nur von Versprechungen, mit Versprechungen Politik machen, sondern die dementsprechend auch umsetzen. Bitte. Ich darf ganz kurz auf das Thema sozusagen in Anführungszeichen Landflucht eingehen, weil wir da in Innsbruck Zahlen vorliegen haben. Zwischen den Jahren 1995 bis 2022, als die letzten Daten aus dem sozusagen aus dem Quartalsbericht, ist es so, dass die Hauptwohnsitzbevölkerung um 20% gestiegen ist.
der Inländeranteil, und ich sage bewusst Inländeranteil, weil das die Statistik genauso ausweist, ist gesunken um knapp 7%, aber der Ausländeranteil in Innsbruck ist um 394,5% angestiegen. Und ich glaube, das sind sehr wesentliche Zahlen, die man sich auf der Zunge zergehen muss und wo man auch sich mal Gedanken machen muss, warum ist das so, was sind die Ursachen. Wir haben dazu auch im Gemeinderat einen Antrag eingebracht, dass man eine Studie erstellen soll, warum genau dieser Effekt eintritt. Es kann nämlich aus unserer Sicht nicht sein, dass sozusagen, und das ist unser Ansatz, wahrscheinlich der Mittelstand aus Innsbruck abwandert, sich am Land ansiedelt und die Stadt sozusagen in dem Sinne immer weniger Einwohner an Inländern und so weiter hat. Wir haben, und das ist ein leidiges Thema in Innsbruck, sehr viele Wohnungswerber. Und sie werden nicht weniger. Wir haben allein im Jahr, also allein in dieser Periode jetzt seit Mai 2018 bis jetzt 4.837 Wohnungsmeldungen gehabt, davon 631 Drittstaatsangehörige, das heißt 13%. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Jahr 2021, die Anfrage kriegen es dann alle, wurden gemeldet, dass ich nichts Falsches sage. Insgesamt hat es im Jahr 2021 1230 Wohnungswerber gegeben, davon 234 Drittstaatsangehörige und 655 Wohnungen haben wir sozusagen in diesem Jahr vergeben, davon 87 Wohnungen an Drittstaatsangehörige. Wenn ich das jetzt aufrechne, dann kann ich sagen, 57% der Wohnungen in dem Jahr seien an österreichische Staatsbürger oder EU-Bürger ergangen, aber 36% davon an Drittstaatsangehörige. Und das ist meines Erachtens ein massiver Missstand und sagt ganz klar, dass man den Mittelstand auch komplett auslässt. Und da braucht es definitiv Anpassungen. Der Mittelstand hat sich einfach in den Jahren weiterentwickelt. Es hat früher wahrscheinlich in den Haushalten nur ein Einkommen gegeben. Inzwischen ist es so, dass es zwei Einkommen gibt. Die Grenzen werden da relativ schnell überstiegen. Und die Wohnungsvergabeliste zielt sozusagen nur rein auf den sozialen Wohnbereich ab, der ja natürlich gedeckt sein muss. Aber der Mittelstand ist für eine Stadt wie Innsbruck von Bedeutung. Der Mittelstand ist derjenige, der sozusagen für den Wohlstand einer Stadt wesentlich dazu beiträgt. Und den darf man nicht auslassen. Ein Antrag, den wir eingebracht haben, eben um genau den Mittelstand zu berücksichtigen, eben eine Erstellung einer zweiten Wohnungswerberliste für den Mittelstand ist angenommen worden. Blöderweise ist es aber so, dass die Arbeitsgruppe für die Wohnungswerberliste, also die Ausarbeitung für die Vergaberichtlinien, bereits seit 2 Jahren nicht mehr tagt. Und da muss ich sagen, wer ist dafür zuständig? Der Herr Bürgermeister. Und es ist ihm scheinbar kein Anliegen, den Mittelstand, den er jetzt plötzlich wieder gefunden hat, damit ins Boot zu nehmen oder die Vergaberichtlinien anzupassen. Wir fordern auch ganz klar, es soll Bonuspunkte geben für Deutschkenntnisse, abgestuft nach den Erfordernissen, die sich darstellen lassen. Jeder, der als Ausländer sozusagen da in Österreich sich um eine Wohnung bewirbt und desto besser er Deutsch kann, kann Bonuspunkte erhalten. Ich glaube, das ist ein wesentliches Thema für die zu gelingende Integration, die dringend notwendig ist, weil wir befürchten, dass es schon zu sozialen Brennpunkten kommt, wenn wir das so nicht machen. Und ich glaube, das Kampagnenareal, und das hat der Rudi Federspiel auch schon des Öfteren gesagt, wird ein sozialer Brennpunkt werden. Wir sind schon auf die Maßnahmen gespannt, die wir dann treffen müssen. Die ersten haben wir eh schon, weil ja die Grünen der Meinung sind, soziale Durchmischung ist ein absoluter Blödsinn, das hat ja die Wohnungsausschussobfrau gesagt. Dafür machen wir lieber Einzugsbegleitung, die einen Haufen Geld kostet, oder die Nachbetreuung. Und das ist, glaube ich, ein absoluter Fehler. Das sind Sachen, die Geld kosten und die nicht notwendig sein. Zum Thema Leerstand hat der Herr Klubobmann schon einiges gesagt. Wir werden in der Stadt bei der Leerstandsabgabe definitiv nicht mitgehen. Es trifft aus unserer Sicht nämlich die Falschen. Es ist eine Bürokratieberg, der da zu bearbeiten ist und der nicht zu bewerkstelligen ist. Weil wen treffen wir? Nicht die, die sich es leisten können, sondern genau den Mittelstand, der sich das Geld vielleicht für eine eigene Wohnung hat, erarbeitet hat und der vielleicht über sein Eigentum selbst entscheiden will. Ich glaube, es sollte sich einmal jeder selber an der Nase nehmen,
der ein Eigentum hat und dann plötzlich sozusagen fremdbestimmt wird, was mit seinem Eigentum zu tun ist. Ich glaube, keiner von uns hätte das gerne und würde das so ohne weiteres dulden. Also da ist die Landesregierung meines Erachtens und auch der Großteil der Innsbrucker Gemeinderäte aus meiner Sicht am falschen Dampf, aber es wird sich zeigen. Jetzt darf ich auf ein Thema eingehen und das ist etwas, was mich ganz wesentlich ärgert, das ist der erwähnte Studentencampus. Es gibt einen Studentencampus-Anbieter, einer der weltgrößten, der in Innsbruck gerne ein großes Projekt realisieren will. Es ist im Westen von Innsbruck, das ist in direkter Nähe zum Flughafen. Es gibt dort ein Grundstück, das sich sehr gut anbieten würde. Aber was passiert? Also es würde sich um ca. 600 bis 700 Betten handeln. Aber was passiert? Die Stadtplanung blockiert, findet Ausreden, warum man das nicht machen kann, obwohl alles mit Studien belegbar ist, dass es machbar ist. Und der Bürgermeister blockiert auch. So. Jetzt ist aber der Herr Bürgermeister jemand, der wöchentlich fast schon hinausposaunt, dass er der große Studentencampus, der große Studentenwohnung Erfinder ist und der das alles realisiert. Dann frage ich mich, warum man genau solche Projekte, die uns nichts kosten würden, weil der Studentencampusbetreiber das Ganze aus eigenen Kosten errichtet, nicht realisieren. Es ist nicht einmal eine Frage der Widmung, weil man könnte mit einer Sonderwidmung sozusagen ganz klar limitieren, dass dieses Grundstück oder vielleicht Grundstücke nur für studentisches Wohnen gedacht sind. Das heißt, würde der Grund dann einmal wegfallen in ein paar Jahren, weil man vielleicht den Bedarf nicht mehr hat, dann ist ganz klar, dieses Gebäude ist rein für studentisches Wohnen zu haben. Und ich habe die ersten Entwürfe gesehen, ich muss sagen, das wäre wirklich was, was Innsbruck braucht, vor allem mit einem solchen Anbieter, der weltweit renommiert ist, auch zum Austausch der Studenten aus anderen Ländern. Und das Argument, dass es am Flughafen oder in der Nähe des Flughafens nicht realisierbar ist, das lasse ich nicht gelten, denn es gibt genug Studentencampusse, die in unmittelbarer Nähe von Flughäfen angesiedelt sind. Also wie gesagt, 600 bis 700 Betten, die zusätzlich den Wohnungsmarkt in Innsbruck entlasten würden, weil man wahrscheinlich, oder ich bin davon überzeugt, aufgrund dieses recht flotten Konzeptes, das da vorgestellt wurde, Betten freibringt, Wohnungen freibringt, die dann wieder für den freien Markt zur Verfügung stehen. Und das muss man einfach berücksichtigen. Die Wohnungsvergabe habe ich angesprochen, beim Mietrechtsgesetz ist auch so, wir haben bereits im Gemeinderat einen Antrag eingebracht, wurde leider abgelehnt, weil man gar nicht darüber diskutieren will. Man wirft uns natürlich sofort vor, wir werden sozusagen auf der Seite der Vermieter, nur es muss so sein, ein Gesetz sollte immer fair sein und es muss den Vermieter wie den Mieter in selber Hinsicht berücksichtigen. Da sehe ich massive Mängel im Mietrechtsgesetz, dass es nicht fair genug ist, um also Wohnungsleerstand zu mobilisieren. Und ich habe genug Bekannte, die eben Wohnungen nicht vermieten, weil sie eben genau aus besagten Gründen, die der Kluppermann schon genannt hat, ihre Wohnung nicht vermieten wollen, weil eben immer die Angst besteht, am Ende des Tages überzubleiben. Und das ist ganz wesentlich und da braucht man sozusagen diesen Ausgleich. Das wäre es im Groben einmal von meiner Seite zusammengefasst. Und sonst noch zu Leerstands. Die Leerstandserhebung hat ja schon unglaubliche Probleme bereitet. Das funktioniert ja nicht. Ich habe ja jetzt keine funktionierende Leerstandserhebung. Jetzt muss man mal erklären, wie ich dann eine Leerstandsabgabe einheben will. Das ist einmal der Punkt Bürokratiemonster hoch 3. Und für alle, die im Mietrechtsgesetz oder dann Nachforschungen anstellen wollen von den Medienvertretern, ich kann euch den Dr. Wiesinger, Mietenrichter in Innsbruck, empfehlen. Der ist kurz vor der Pensionierung, mit dem er mal eine halbe Stunde redet, der hat mittlerweile auch die Schnauze voll und hat auch keinen Maulkorb mehr. Und mit dem kann man über die Mietsituation in Tirol einiges besprechen in Innsbruck und der öffnet einem die Augen. Also nur das so zur Information. Aber jetzt bin ich hellhörig für die Fragen. Danke. Perfekt. Vielen Dank für die Ausführungen. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, ich würde bitten, noch kurz Namen und Medien zu nennen, weil wir ja wie ein Livestreamer sein, dass die Zuschauer wissen, ob die Fragen kennen. Das wäre ganz angenehm. Bitte. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, vielen Dank, Herr Polizeiling. Wie steht ihr zu dieser Frage, die Mietverträge von den gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften zu befristen? Da gibt es ja Überlegungen, die gibt es auch schon länger.
Was ich derzeit weiß, wird, das ist eh schon gängige Praxis, dass unbefristete Mietverträge, also mir kommt in der beruflichen Praxis selten mittlerweile einer auf den Schreibtisch sozusagen, der einen unbefristeten Mietvertrag hat. Das sind alt Mietverträge. Prinzipiell habe ich da nichts dagegen, im Gegenteil, also das ist ja, geht ja genau in unsere Richtung, dass man sagt, man soll überprüfen, ob diese Sozialwohnung, die man dann bekommt, die Stadtwohnung, ob die dann möglicherweise noch notwendig ist, dass man die hat, oder ob die Notwendigkeit nicht mehr gegeben ist. Das sollte man bei einer Gemeindewohnung, Sozialwohnung schon überprüfen. Nicht? Bitte, Peter. Mietrechtsgesetz, bin ich da falsch informiert, ist Bundesangelegenheit. Logisch. Wenn jetzt 20 Minuten über das Mietrechtsgesetz sagt, der Wahlversorgung in Tirol ist, glaube ich, Bundesangelegenheit. Ich gehe davon aus, dass die FPÖ bis 2019 in der Regierung war, hat sich nichts geändert. Immobilienertragssteuer ist, glaube ich, ein kommendes Land, glaube ich, auch nicht. Sicher kann das Land was machen. Schwierig. Ja. Sorry. Vorbehaltsflächen war, glaube ich, die FPÖ sehr, sehr lange dagegen. In Innsbruck nach wie vor, ja, ist eigentlich auch eine Maßnahme, wo man sagt, könnte man nur was machen, seid ihr dagegen. So gesehen, wenn man Studentencampus ausklammert, was klar ist, das braucht man. Vorher ist erwähnt worden, Wohnbauförderung. Was soll sich in der Wohnbauförderung ändern? Also ich kann zwar, was ich sage zum Peter, das ist schon wichtig, gell, dass natürlich einige Sachen, das Mietrechtsgesetz, wir haben aber einen Antrag gestellt, dass das Land an den Bund herantritt, um zu prüfen, der Föderalisierung des Mietrechts, weil es Unterschiede gibt zwischen Wien und Innsbruck. Gibt es Unterschiede, und um diesen Unterschieden gerecht zu werden, braucht es aus meiner Sicht in gewissen Bereichen der Föderalismus des Mietrechts. Da habe ich natürlich als Landeshauptmann, als Landesregierung die Möglichkeit, dementsprechend da auch entgegenzuwirken. Das ist nicht passiert. Das Argument, dass das ja alles Bundessachen sind und wir im Land sind, lasse ich überhaupt nicht gelten, weil der Landeshauptmann überall hausieren geht mit der Möglichkeit, dass die Strafen höher sind, aber da brauche ich ein neues Bundesgesetz, und da geht er hausieren, eine neue Verfassungsregelung, da geht er hausieren, und das ist offenbar überall geduldet, und da sagt ein braver Landeshauptmann, du, das ist eine gute Idee, nicht? Ist Bundessache. Gell? Ich sage nur, also es gibt viele Möglichkeiten, auch als Land dementsprechend tätig zu werden. Bei der Immobilienertragssteuer muss ich eines, wir haben den Antrag gestellt, man soll an den Bund herantreten. Was also das Problem ist, das Große, dass sich die Leute nicht auskennen. Ich war im Ausschuss drinnen, die wissen gar nicht, um was es in dem Antrag geht. Das ist der große Punkt. Jetzt holen wir einen Bericht ein. Nicht? Also Schubladisierung erster Klasse, Beerdigung erster Klasse. Die wissen nicht, um was es geht. Wir haben teilweise in Fachgremien im Land, also da zumindest wo politisch Tätige sind, Leute, die sich nicht auskennen. Das sage ich ganz klar. Fachliche Nockerbatzeln. Gell? Und da ist einfach der Punkt, dass ich hergehen muss und sage, okay, auch das wäre eine Möglichkeit. Ich habe nie gesagt, nie. Ich bin der einzige Politiker im Land Tirol, der nie gesagt hat, im Land Tirol werden wir es zu 100% schaffen, dass wir mit eigenen Maßnahmen die Mieten günstiger machen. Das schafft man nicht. Es gibt kein Patentrezept. Gell? Also, und wir waren in der Bundesregierung, das stimmt, auch wir haben es nicht geschafft, entsprechende Regelung im Mietrecht zu schaffen. Und ganz einfach, weil die Interessenslagen zwischen Vermieter und Mieter damals geschaffen wurden im Mietrechtsgesetz zwischen SPÖ und ÖVP, diese zwei Blöcke, und die sind im Mietrechtsgesetz zusammengekommen. Nicht? Und jetzt da auf der anderen Seite oder auf der anderen Seite was zu ändern, da braucht es einen Österreich-Konvent. Das ist mir durchaus bewusst. Gell? Können wir nicht lösen. Wohnbauförderung hast du erwähnt, bitte. Nein, ich darf noch mal ganz kurz darauf eingehen, Herr Nindler. Wir wissen natürlich, wer für welche Gesetze zuständig ist. Also ich glaube, diese Klarstellung braucht man nicht. Deswegen lauten unsere Anträge. Naja, ich glaube nicht, deswegen werde ich Ihnen auch sagen, warum nicht, weil wir einen Resolutionsantrag gestellt haben. Ich glaube, das ist ein geläufiger Begriff, der ganz klar sagt, der Bürgermeister zum Beispiel, jetzt in unserem Fall, soll, wenn es möglich ist, mit dem österreichischen Städtebund an den Bundesgesetzgeber herantreten, um eine Gesetzesnovelle zu arbeiten. Dasselbe Wohnbauförderung, da fordern wir einen Resolutionsantrag sozusagen, dass der Bürgermeister an das Land herantritt. Also das wird schon, denke ich, erlaubt sein und auch richtig so sein. Ich wollte wissen, was in der Wohnbauförderung sich ändert. Weg von Objekt- zur Subjektförderung aus meiner Sicht.
Dann gibt es Dinge, Entbürokratisierung, gebäudebezogene Voraussetzungen, Energieausweis und so weiter. Das ist unseres Erachtens sehr hochstilisiert, was man da alles beibringen muss. Das ist für normale Leute oder auch für Betriebe schon gar nicht mehr nachvollziehbar, was da alles gebracht werden muss. Maßnahmen übermäßige Verdichtung, Berücksichtigung Ortsstadt, Stadtbildschutz haben wir jetzt nochmal als so Punkte drinnen. Das sind die Punkte. Darf ich noch fragen? Ja, bitte. Wenn man mit den Wohnbauträgern redet, sowohl gemeinnützig als auch privat, ist es recht und schön, wenn man vom Objekt zur Subjektion geht. Das größte Problem sind derzeit die angemessenen Grundkosten und die angemessenen Baukosten. Mhm. Jetzt würde ich mir erwarten, was sich rasch realisieren oder was man rasch machen kann, sagt, bitte jetzt die angemessenen Grundkosten auf, die sind glaube ich in Innsbruck hoch, glaube ich, bei 500 Euro, aber wir schaffen es nicht mehr. Das wäre ja eher, wo ich sage, das kann bei der Wohnbauförderung aktuell relativ rasch zu realisieren sein. Der Punkt ist ja das, dass ich einen ehrlichen sozialen Wohnbau dann auch machen muss. Und ich habe die Möglichkeit in den Gemeinden, Innsbruck ist was anderes. Innsbruck aufgrund der Dichte ist immer ein bisschen ein größeres Problem, weil da der Grund und Boden noch rarer ist wie am Land draußen. Aber ich habe am Land die Möglichkeit mit der Vertragsraumordnung, die es ja schon gibt und die ja eigentlich eine gängige Praxis ist, in Gemeinden, die es ernst nehmen, dass man da günstigen Wohnraum doch noch zur Verfügung stellt. Das ist bei vielen, die einfach bäuerlichen Betrieb haben, die Bauernschaft auflassen, wo ich dann die Möglichkeit habe, umzuwidmen, nicht? Aber nur zu einem bestimmten Preis. Und da zum Beispiel, umwidmen können, aber nur zu einem bestimmten Preis und nur für Einheimische beispielsweise. Nicht? Und da sind dann dementsprechende Realisierungen möglich. Das habe ich mit der Vertragsraumordnung, wo man günstig hergehen kann. Nicht? Es ist ja nicht so, dass die neue Heimat zu wenig Gründe hat. Die suchen immer, aber die kriegen Gründe. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, dass man sagt, die Subjektbeförderung, wenn ich wirklich einen sozialen Wohnbau habe, dann muss ich halt auch schauen, dass die Möglichkeiten in den Gemeinden geschaffen werden, dass das wirklich auch anbieten wird. Die Gemeinden tun das nicht. Wie viele Gemeinden sind es nicht? Ich will jetzt nicht Georg Donauer zitieren, aber schau doch mal, was in Sellerein ist. Wie viel, da war die Diskussion beispielsweise, da ist nichts umgewidmet. Also diesen sozialen Wohnbau, den es die Möglichkeit gibt, Umwidmung sozialen Wohnbau, die wird nie gemacht, die wird selten gemacht. Ich weiß nicht, warum man da nicht reingefahrt von Seiten des Landes. Was heißt denn Umwidmung sozialen Wohnbau? Naja, dass bestimmte Wohngebiete, also dass man... Ja, die vorbehalten werden, die gibt es in 25 Gemeinden in Tirol. So ist es, ja, sag ich. Für Innsbruck ist das was anderes. Innsbruck ist was anderes, aber im Land draußen bitte. Und da, wenn ich das mache, dementsprechend großflächig mache, dann habe ich eine Möglichkeit, dass das immer ein bisschen weiter weg geht von der Stadt und nicht die Möglichkeit habe, dass alle in die Stadt einflüchten. Das ist aus meiner Sicht wäre eine Möglichkeit, auch nicht um es zu 100% günstiger zu machen, aber je mehr Angebote ich habe, desto günstiger wird es auch am Arbeitsmarkt, sage ich, am Wohnungsmarkt. Es ist ja so, dass in der Stadt Innsbruck meines Erachtens, wenn ich richtig informiert bin, viele städtische Grundstücke, also die im Eigentum der Stadt stehen, nicht zur Verfügung gestellt werden. Da frage ich mich, warum. Vorbehaltsflächen sind für mich grundsätzlich nur möglich, wenn die Stadt einmal die eigenen Hausaufgaben macht. Und wir haben viel städtischen Grund. Warum wird der nicht angeboten? Warum gibt man denn nicht, weiß ich nicht, einen neuen? Also beim Kampagnenareal, okay, da ist es realisiert worden, aber wir haben trotzdem noch einige Grundstücke. Also die Stadt soll lieber mal selber die Hausaufgaben machen, ihre eigenen Grundstücke zur Verfügung stellen und dann auf fremdes Eigentum zugreifen. Und bei der Widmung, da sind wir eh schon, also in Innsbruck wird ja 50, 30, 20 gemacht. Das heißt, was ist da jetzt der Unterschied zwischen Innsbruck und den Gemeinden, weil im Prinzip der Clubchef fordert die Ausweisung von Vorbehaltsflächen in den Gemeinden. Sie sagen, ja. In der Stadt ist es, Innsbruck ist es da oben. Ja, in Innsbruck, Peter, reden wir Tacheles. In Innsbruck habe ich einen Zuzug von 345% Ausländer, die nach Innsbruck gezogen sind. Das muss ich als ehrliche Argument sagen. Weil da der Herr Lassenberger sagt, ich will keinen Eingriff ins Eigentum, du sagst aber in die anderen Gemeinden Eingriff ins Eigentum, du sagst landesweit schon, da muss man in Innsbruck als Argument sagen, kein Eingriff ins Eigentum wegen zu großen Zuzug. So ist es auch. Wir haben in Innsbruck, aus meiner Sicht, in Innsbruck hätten wir genügend oder eine hohe Anzahl an Sozialwohnungen, Gemeindewohnungen, Stadtwohnungen. Ne? Nur wenn ich mir die Vergabe anschaue, dann wird mir persönlich. Das habe ich am Land außen überhaupt nicht. Ja, das ist halt der große Punkt, das ist alles in die Stadt rein. Ne? Das ist aus meiner Sicht, muss man ehrlich sein. Ne? Und die Frage, die sich auch stellt,
Und dazu wird es ja auch einen Antrag von uns dann geben. Wir fordern in Zukunft auch, dass grundsätzlich erst einmal die Infrastruktur da sein muss, bevor dann sozialer oder anderer Wohnbau passieren darf. Weil wir haben in letzter Zeit ein Riesenproblem, dass wir bei der Infrastruktur, jetzt nehmen wir gerade her, Kindergartenplätze und so weiter, Kinderkrippen, nicht mehr nachkommen und so einen Stau haben, aber trotzdem der Wohnbau massiv in die Höhe geht, also an Plätzen. Und das, glaube ich, ist die falsche Richtung. Ich glaube, in anderen Ländern ist es so, da muss die Infrastruktur hergestellt sein und dann darf der Wohnbau basieren. Und das wäre auch eine Richtung, die einmal gemacht werden muss. Also und ein wesentlicher Schritt. Campus, ich verstehe das nicht. Wenn es einen Betreiber gibt, der jetzt die Kosten übernimmt, wenn man eine Fläche hat, wo Studentencampus realisiert werden kann, in der heutigen Zeit, wo in Innsbruck der öffentliche Verkehr gut angebunden ist, das heißt, ich bin vom Flughafen innerhalb von 3 Minuten, 5 Minuten bin ich auf der Universität, auf der Heide und auf die anderen Universitäten, dann verstehe ich nicht, dass ein grüner Bürgermeister dagegen ist. Das muss man mir erklären. Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum wegen einem Fluglärm oder was? Da ist ein Wohngebiet, das ist die Bergungssiedlung, das ist alles da. Und auf der anderen Seite werden die BMA 1, BMA 2 und BMA 3 Gebäude realisiert, die sind ein Trachtenbahnhof. Also da beißt sich die Katze in Schwanz. Also, die Politik, die in Tirol gemacht wird, in Innsbruck, ist für mich Hanebücher. Und da muss keiner sagen, durch die jetzigen Maßnahmen, die die Politik ergreift, Lehrstuhlsabgabe, juhu, jetzt wird alles günstiger. Ich hoffe, dass wir in einem halben Jahr darüber diskutieren können und dann wird es schauen, dass sich nichts geändert hat. Doch, leider ist es. Kann ich noch eine andere Frage stellen zum Seniorenbund und die Corona-Hilfen? Zoller Fischer sagt, wird nicht zurückgezahlt. Der Pensionistenverband hat jetzt über seine Gesellschaft sowohl Corona-Hilfen aus dem NGO-Fonds als auch Kurzarbeit. Wie siehst du das? Naja, aber heute mit unter Anführungszeichen fast Freude feststellen können, dass der Seniorenbund ein überparteilicher Verein ist. Wir haben jetzt den Dr. Überbacher beauftragt, dass er einen Seniorenbund ein Schreiben schickt und wir hätten gerne die Angebote, wie die Preise sind, um in ihrer Zeitung zu installieren. Nicht? Also das ist ja mal eine Idee, weil sie erreichen doch sehr viele Senioren. Ich bin gespannt auf die Antwort. Wir werden dann isolieren, wenn es die Möglichkeit gibt, oder erreichen doch sehr viele Senioren. Nein, die Diskussion ist ein Wahnsinn in Zeiten der Teuerung. Ja, es geht auch um den Pensionistenverband, der ja für seine Reisebüro kurz arbeiten muss, ja, aus dem NGO. Es ist für mich, das geht nicht. Das ist, wenn eine Partei sich Vorfeldorganisationen leistet, so wie wir das auch haben, dann hat die Partei diese Vorfeldorganisationen auch finanziell zu unterstützen. Ausschließlich die Partei. Und wenn ich höre, dass da Millionenbeträge ausgeschüttet worden sind, dass in Tirol 180.000 Euro Corona-Hilfen nehmen, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, Corona-Hilfen, das ist für die Personen, die unter der Corona-Situation gelitten haben, da gehört der ÖVP-Seniorenbund aus meiner Sicht überhaupt nicht dazu. Noch Argument, weil sie immer heißen, sie haben weniger Einnahmen gehabt. Ich glaube das persönlich nicht. Möglicherweise weniger Einnahmen, aber sie haben viel, viel weniger Ausgaben gehabt, weil sie so wie alle anderen Parteien auch keine Veranstaltungen gehabt haben. Also wir, die FPÖ, hat sich in der Corona-Zeit viel Geld erspart, weil wir keine Veranstaltungen gehabt haben. Und das wird beim Seniorenbund auch sein. Und wenn in dieser Reihe, und da sage ich Landeshauptmann angefangen, über Zoller Frischreif irgendeinen Funkenanstand hat, dann zahlt er das zurück. Und aus meiner Sicht ist die Zoller Frischreif in dieser Funktion nicht mehr tragbar, weil sie einfach mit Händen und Füßen das dementsprechend bestreitet und sagt, ihr schlägt das Geld zu. Wohl weiß ich, dass sie Angst hat, weil dann die Oberösterreicher möglicherweise auch zurückzahlen müssen und das erkennt man jetzt. Unsaubere Politik, aus meiner Sicht, voll. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich für das zahlreiche Interesse und wünsche einen schönen Tag. Danke.